Hallo, mein Name ist Katharina Schüller. Ich bin Statistikerin und ich liebe Daten. Ich bin Autorin der Studie Future Skills, ein Framework für Data Literacy und habe Erfahrungen mit Daten seit über 24 Jahren. Ungefähr 10 Jahre habe ich an verschiedenen Hochschulen gelehrt und ich arbeite als statistische Beraterin in verschiedensten Industrien. Deswegen ist mir bewusst, wie wichtig Daten und wie wichtig Datenkompetenz einerseits in den Universitäten, andererseits aber auch in der Wirtschaft und in der Praxis sind. Daten begegnen uns heute überall, im beruflichen wie im privaten, und der Umgang mit ihnen ist eigentlich nichts Neues. Aber in letzter Zeit hört man immer, Daten seien das Öl des 21. Jahrhunderts. Nun will natürlich niemand eine Ölquelle in seinem Vorgarten haben, wir wollen Mobilität. Und wir wollen eigentlich auch keine Daten haben, sondern wir wollen das, was aus diesen Daten entsteht, nämlich Antworten auf unsere Fragen. Eine dieser Fragen könnte sein, warum ist eigentlich ein Diamantring von Tiffany's so wertvoll? Warum ist er so viel wertvoller als ein Diamantring von dem Juwelier um die Ecke? In beiden Ringen steckt doch erstmal dasselbe drin. Am Anfang braucht man den Rohstoff. Das ist ein besonderes Metall und durchaus ein besonderer Stein. Im zweiten Schritt werden diese Rohstoffe verarbeitet, das Metall wird geschmiedet und der Stein wird geschliffen. Im dritten Schritt fügt man für beide Ringe das Metall und den Stein zum Ring zusammen. Aber im vierten Schritt kommt der entscheidende Unterschied. Der Ring von Tiffany's hat nämlich einen Stempel. Und dieser Stempel verleiht dem Ring eine Bedeutung, eine Botschaft. Die Botschaft ist: Kauf mich, verschenk mich, dann sagt sie ja. Diese Interpretation, die schafft den eigentlichen Wert. Und ganz ähnliches mit den Daten. Daten sind erstmal der Rohstoff. Wenn wir diese Daten bereinigen, kommen wir zu Informationen. Wenn wir diese Informationen verknüpfen, kommen wir zu Wissen. Und wenn wir dieses Wissen richtig interpretieren und ihm Bedeutung verleihen, dann kommen wir zu Handlungsmacht. Aber diese Interpretation ist eben nicht Teil der Daten. Daten und die Bedeutung von Daten sind zwei verschiedene Dinge. Als Modell für diese Wert- oder Wissensschöpfung aus Daten benutzt man oft die bekannte Datenpyramide. Die beginnt bei den Objekten der realen Welt. Die werden gemessen zu Daten. Darüber steht Information. Wissen. Und an der Spitze der Pyramide schließlich die Weisheit. Diese Pyramidenform symbolisiert, dass die Daten auf dem Weg nach oben immer weiter verdichtet werden, aber auch, dass diese Pyramide eine breite Datenbasis braucht, damit man zu belastbarem Wissen kommt. Wenn wir diesen Prozess als Zyklus darstellen, dann wird deutlich, dass man mit der Wissens- oder Wertschöpfung aus Daten eben nie fertig ist. Immer wieder stellen sich in einem Forschungsgebiet oder im Beruf neue Fragen, die mit Hilfe von Daten beantwortet werden können. Im nächsten Schritt plant man die Datenerhebung. Gewinnt diese Daten und analysiert sie. Interpretiert diese Ergebnisse.
und leitet daraus wieder Handeln ab. Unser Modell orientiert sich am kompetenzdefinierenden Prozess. Wie funktioniert eigentlich Wertschöpfung bzw. Entscheidungsfindung aus Daten? Dieses Modell geht aus von einem System, das sich zerlegen lässt in einzelne Objekte. Diese Objekte oder deren Eigenschaft kann man messen und erhält daraus Daten. Und diese Daten werden wiederum verarbeitet zu Datenprodukten. Dabei werden diese Daten immer weiter verdichtet und die Relationen und Strukturen zwischen ihnen werden sichtbar. Dann gehe ich wieder zurück, interpretiere, entdecke dabei allgemeine Prinzipien und kann aufgrund dieser allgemeinen Prinzipien mein System wiederum beeinflussen. In den einzelnen Prozessschritten dieses Modells braucht es nun zahlreiche weitere Literacies. Am Anfang steht oft die professionelle Expertise. Bei der Verarbeitung von Daten braucht es dann teilweise Computational Literacy. Oder auch Data Science Expertise. Wer Datenprodukte und Grafiken interpretiert, der braucht Statistical Literacy oder Visual Literacy für die Grafiken. Und damit dieser ganze Prozess nicht nur handwerklich richtig abläuft, sondern auch zum richtigen Ergebnis führt, braucht es übergreifend die Ethical Literacy. Das ist jetzt natürlich erstmal ein abstraktes Modell, aber ich möchte das gerne an einem Beispiel erklären, damit es deutlicher wird. Das System, in dem wir uns befinden, ist eine Altbauwohnung in einem guten Viertel einer Stadt. Die ist ein bisschen altmodisch eingerichtet, aber teuer. Allerdings ist sie ziemlich unordentlich. In dieser Wohnung lebt eine ältere Dame, oder besser gesagt lebte, denn jetzt ist sie tot. Und offensichtlich ist sie keines natürlichen Todes gestorben. Die Frage, die wir jetzt mit Hilfe von Daten beantworten wollen, ist: Wer ist der Mörder? Zuerst reduzieren wir das System auf relevante Objekte. In unserem Fall ist das biologisches Material. Das sind Hautspuren, Haare, vielleicht auch Blutspuren. Und aus Menschen werden also Spuren. Und diese Spuren kann man dann analysieren. Dafür braucht es erstmal Spurenexperten, also die Professional Expertise. Das relevante Material in diesen Spuren ist eben die DNA. Diese DNA kann man dann weiter untersuchen, das machen Chemiker und leiten daraus eben ein DNA-Profil ab. Das ist nichts anderes als ein Datensatz. So entstehen aus den Spuren eben die Daten. Dieser Datensatz wird zerlegt in seine einzelnen Elemente, die sogenannten Short Tandem Repeats, und für die kennt man die Häufigkeiten in der Bevölkerung. Das kann man dann abgleichen mit einer Häufigkeitstabelle und kann dann berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses DNA-Profil zu einer ganz bestimmten verdächtigen Person passt oder auch nicht, beziehungsweise dass es durch Zufall entstanden ist. So entstehen aus diesen Daten dann Wahrscheinlichkeiten. Wenn die Wahrscheinlichkeit für eine zufällige Übereinstimmung sehr gering ist, dann kommt man eventuell zu dem Schluss, dass die Spur von dem Verdächtigen stammen muss. So kommen wir also von den Wahrscheinlichkeiten zu einer Ja-Nein-Antwort. Aber das Problem ist hier, dass manchmal für die Staatsanwaltschaft der Fall jetzt schon klar ist,
Vielleicht hat sich der Verdächtige komisch benommen und man hat sowieso noch 10 weitere Aktenstapel auf dem Tisch. Nur ist es in der Realität nicht so einfach. Für eine Verurteilung vor Gericht reicht nämlich ein solcher DNA-Beweis noch nicht aus. Da braucht es eine gute Geschichte drumherum, zum Beispiel ein Motiv, ein Geständnis, weitere Zeugen. Denn die Spur selber beweist ja noch nicht, wann sie der Täter hinterlassen hat und warum. Vielleicht war er aus einem ganz anderen Grund am Ort. Also brauche ich zusätzlich noch die Interpretation dieser Daten, damit aus diesen Ja-Nein-Antworten eine mögliche Wirklichkeit wird. Und der letzte Prozessschritt im wahrsten Sinne des Wortes, der liegt wieder beim Gericht, denn das Gericht muss jetzt die ganzen Umstände würdigen, muss vielleicht auch eine Entscheidung treffen, die die Rechtslage, aber auch das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen, möglichst gut abbildet. War es Mord, war es vielleicht Totschlag oder war es vielleicht nur Notwehr? Und so entsteht dann im besten Fall aus dieser möglichen Wirklichkeit so etwas wie eine Wahrheit oder Gerechtigkeit. Daten spielen in diesem ganzen Prozess eine ganz wichtige Rolle, aber eben nicht alleine, denn es ist unsere Aufgabe, diesen Daten Bedeutung zu verleihen.